So, in dieser Aufgabe geht es wieder um eine Funktion und diesmal wollen wir das Integral dieser Funktion wieder approximieren, nur diesmal mit der Simpson-Formel und nicht mit der Trapezformel, wie wir es in dem Video davor gemacht haben. Und wenn man sich so die Aufgabenstellung anguckt, haben wir gesagt, die Trapezformel mit n gleich 4 und dann mit Trapezformel mit n gleich 8, so war es im Video davor. Und jetzt nehmen wir Simpson-Formel mit 2, n gleich 2 und Simpson-Formel mit n gleich 4. Denkt man, oh, das ist ein unfairer Vergleich. Aber das ist nicht so. Ja, wenn ich die Trapezformel mit n gleich 4 habe, dann habe ich insgesamt 5 Funktionswerte. Ja, also die Anzahl der Funktionswerte, die ich auswerte, ist bei n gleich 4 in der Trapezformel tatsächlich 5. Warum 5? Weil wir fangen am Anfang des Intervalls an und machen 4 Schritte und an jedem Schritt machen wir also werten wir die Funktion aus. Das heißt, da sind wir also bei 5. Ja? Bei n gleich 8 haben wir dann also 9 Funktionswerte. Wenn wir das bei Simpson machen, mit n gleich 2, bedeutet das, dass wir nur 2 Schritte machen, aber für jeden Schritt werten wir noch den Mittelwert aus. Das heißt, wir haben, wenn wir unser Intervall angucken, ja, das ist unser Intervall bei Simpson und wir nehmen halt den Randpunkt, also beide Randpunkte nehmen wir und den halt noch einen Zwischenwert. Ja, das heißt, jedes Intervall, was wir angucken, produziert also diese beiden Randpunkte und den Zwischenwert. Wenn wir da also zwei Intervalle haben, dann haben wir insgesamt, ne, so ein Bild: Wert, Wert, Zwischenwert, Wert, Wert, Zwischenwert. Macht also in dem Sinne auch wieder 5 Funktionswerte. Und bei n gleich 4 sind es dann wieder auch 9. Das heißt, es ist völlig fair, die Trapezformel mit der Simpson-Formel zu vergleichen, wenn dabei das n halbiert wird. Ja, weil beide haben gleich viele Funktionswerte, die ausgewertet werden. Ja, okay, also wenn wir die Simpson-Formel benutzen wollen, brauchen wir auch immer wieder die Abschätzung, wie gut oder wie schlecht war jetzt die Approximation. Und dazu gibt es also einen schönen Satz und der braucht aber eben halt diese Aussage. Ja, wie groß ist die fehlende Ableitung? Für das Beispiel, was ich mir hier rausgesucht habe für dieses Video, das ist die Funktion b, ist es besonders einfach. Da ist die fehlende Ableitung konstant 24. Das heißt, ich muss mir gar nicht so viel Gedanken machen, was ist der größte Wert auf diesem Intervall von dieser fehlenden Ableitung. Er ist einfach immer 24. Das ist schön. Also kann ich jetzt ziemlich schnell auch mal zu meiner Approximation durch die Simpson-Formel gehen. Ja, wenn ich das mache, ja, also das ist jetzt Aufgabenteil 4. Da muss ich zunächst erstmal das h ausrechnen. Bei der Simpson-Formel ist das h so ähnlich wie bei der Trapezformel, aber nur ähnlich. Das ist nämlich auch wieder b minus a und dann jetzt der Unterschied ist 2n. So, da sind wir dann also bei 8 minus 0 in diesem Falle durch 2 mal 2. Ja, ist dann also auch 2. Okay, und die Simpson-Formel allgemein ist Sn ist an der Stelle einfach h und jetzt interessanterweise Drittel und dann ist es f von a plus f von b plus und jetzt kommt ja eben halt das, was die Simpson-Formel ausmacht. Sie hat zwei verschiedene Summen mit zwei verschiedenen Gewichten. Also einmal die Summe mit dem Gewicht 4, das ist die Summe k gleich 1 bis n und dann ist es f von a plus 2k minus 1 in Klammern h. So, und die andere Summe, und das ist die Summe k gleich 1 bis n minus 1, f von a plus 2kh. So, das sieht erstmal kompliziert aus, ist es aber gar nicht, wie wir gleich am Beispiel S2 sehen werden. S2 ist also jetzt hier h Drittel, 2 Drittel. Und dann ist es also f von 0 plus f von 8 plus. Und jetzt geht's los. Also wir haben einmal diesen Faktor 4 und einmal den Faktor 2. So, unsere Schrittweite ist in dem Sinne 2. Ja, das heißt, wir gehen also bei f von 0 los und wir haben den Funktionswert f von 2. Den schreiben wir hier oben bei 4, f von 2. Und den nächsten Wert, den schreiben wir hier unten hin bei f von, bei dem Gewicht 2. Das ist also f von 4. Und dann habe ich hier noch f von 6. Und der nächste Wert wäre f von 8. Das ist der Abschluss, also da bin ich schon fertig. Das heißt, die Summe ist fertig, die Summe ist fertig. So, und dann kommt dann irgendwie
eine Zahl raus. Ich muss also die Funktionswerte ausnutzen, die ich da habe. Und die sind in diesem Falle ganz einfach 2 Drittel. F von 0 ist 0. F von 8 ist minus 96. Ja, und jetzt plus 4 mal. Und jetzt F von 2 und 6 sind beide 0, lustigerweise. Und plus 2 mal F von 4, das ist in diesem Falle 80. Ja, und wenn man das ausrechnet, ist man bei 42, 2 Drittel. So, Sie wissen vielleicht aus dem letzten Video noch, dass das korrekte Integral, also das präzise ausrechnet, 25, 2 Drittel, wo habe ich das denn irgendwo ausgerechnet? Habe ich das da irgendwo? Muss ich doch zu finden sein. Da ist es, hier. Ja, das ist also das korrekte Wert. Wenn wir die Trapezformel angeguckt haben, mit derselben Stützpunktzahl, haben wir 64 gekriegt, also ziemlich weit weg. Und jetzt sind wir mit 42, 2 Drittel mit denselben Stützpunktzahlen einiges besser. Auch nicht sensationell gut, aber um einiges besser. Ja, wir können mal ausrechnen, wie groß der Fehler eigentlich gewesen ist. Ja, Fehler. Ist ja abgeschätzt, dieser Fehler ist abgeschätzt, also die Aussage ist ja, das Integral von 0 von a bis b, ja, in diesem Fall 0 bis 8, f von x dx, minus und jetzt s2 ist, nach der Aussage des Satzes, den wir dazu hatten, ja, kleiner gleich b minus a geteilt durch 180 mal h hoch 4. Mal, und das ist das Maximum der vierten Ableitung, davon der Betrag. Und x läuft über das gesamte Intervall von 0 bis 8 in diesem Falle. Ja, so, und wenn man sich das anguckt, dann ist das in diesem Falle diese Konstante, das ist hier 8 durch 180. So, h war ja 2, also 2 hoch 4, und das Maximum hier war 24. Ja, und wenn man das dann ausrechnet, ist man an der Stelle bei 17 Fünfzehntel. Ne, Entschuldigung, 17 ein Fünfzehntel. Ja, so, also das heißt, so groß ist der Fehler. Das Schöne ist ja jetzt wieder, wenn ich die Anzahl der Stützpunkte verdopple, sprich aus S2 mache ich S4, ja, dann wird sich dieser Fehler bei der Simpson-Formel durch um den Faktor 16 verbessern. Das heißt, wir diese Zahl durch 16, also fast 1 wird das hier sein. Ja, okay, gucken wir uns das so an, was da rauskommt. Ja, wir wissen ja, was rauskommen muss. 25, 2 Drittel ist der präzise Wert. Und wenn diese Gleichung sagt, mit S4 wird es viel besser sein, und zwar um den Faktor 16, dann müssten wir ja ungefähr ziemlich, also schon ziemlich nah dran sein. Dann müssen wir so bei 26, 27 sein höchstens. Okay, gucken wir uns mal S4 an. S4. Also hier ist h wieder, ne, b minus a durch 2n. Das ist hier also 8 minus 0 geteilt durch 2 mal 4. Das ist natürlich 1. So, und S4 berechnet sich ja so, das hatten wir eben hier schon gesehen. Ja, das zeige ich nochmal das Schema. Das ist also h Drittel. Und dann f von, in diesem Fall einfach der erste Wert, plus f von letzter Wert plus und jetzt 4 mal und 2 mal. Klammer auf, Klammer auf. So, Schrittweite war 1. Also bei 0 fangen wir an. F von 1, f von 2 plus f von 3 plus f von 4 plus f von 5 plus f von 6 plus f von 7. Stopp. Ja, weil der nächste ist f von 8, den haben wir schon. So, es ist auch immer so, dass hier ein Summand mehr ist als dort. Ja, also damals, wir müssen bei den Summanden bei dem Faktor 4 anfangen. So, und dann hat man es eigentlich schon richtig. Und wenn man das jetzt einsetzt, was man da so hat, ja, also h Drittel war also ein Drittel, dann hier wieder 0 minus 96. So, und welche Werte haben denn die Gewichtung 4? Das ist in diesem Falle. Moment, es ist also minus 40 plus 54, das ist einfach einsetzen und ausrechnen, plus 60 minus 70 plus 2 mal und dann 0 plus 80 plus 0. Ja, und wenn man das ausrechnet, dann kommt man auf
26, 2 Drittel. Und da merkt man schon, oh ja, das ist doch verdammt nah dran. Ne? Aber kein Wunder, weil die Abschätzung der Fehler war ja jetzt im Prinzip einfach 17, ein Sechzehntel geteilt durch 16. Warum? Weil wir n verdoppelt haben und hier steht h hoch 4. Wenn wir n verdoppeln, wird h eben halt halbiert. Das heißt, halbiert hoch 4 ist halt durch 16 teilen. Ja, und wenn man das ausrechnet, ist das übrigens, habe ich 16 gesagt oder geschrieben? Nein, ist 15. Dann ist man hier bei 1 15. Oder um ganz genau zu sein, 16 15. Ja, man merkt schon, irgendwie, der Simpson kommt mit solchen Funktionen besser klar als die Trapezformel. Das war's.